Ein wunderschönes Hallöchen heute wieder bei Rund um Star Citizen. Schön, dass ihr wieder hier seid auf unserem Kanal. Wir möchten einmal direkt reingehen in die 3.18.1 und in die 3.18.2. Wie sieht es gerade aus? Wie ist der Gesundheitsstand gerade auf dem PTU und auf dem PU? Und was haben wir für Informationen im Spektrum bekommen von unserem guten Silo? Und wie sieht der Stand aus mit den Full Vibe bei beiden Patchen? Ihr habt richtig gehört, in beiden Patchen soll gewiped werden, in der 3.18.1 wie auch in der 3.18.2. Wieso, weshalb, warum, dass wir uns einmal genauer angucken. Und wenn ihr keine Themen mehr verpassen möchtet zu Star Citizen, gerne direkt den Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo dalassen. Wäre auf jeden Fall eine sehr nette Geste. Lasst uns loslegen. Let's go, ihr Lieben. Hier sind wir auch schon direkt auf der brandneuen hangarbase.de Seite. Auf die kommt ihr natürlich, wenn ihr hangarbase.de direkt eingibt. Werde ich natürlich auch alles gerne unten verlinken in der Videobeschreibung. Hier bekommt ihr alle News zu Star Citizen, natürlich alle Schiffsinformationen, die wichtig und richtig sind, alles rund um Raumschiffe. Lasst uns einmal kurz in die News reingehen mit der 3.18 und mit der Patchphase, was CRG genau vorhat und auf welchen Weg sie jetzt gehen möchten. Durch die ganzen 40k, die sie einfach haben, haben sie ganz viele Probleme im Backend-System, dass viele Fehler drinne und reingeschrieben sind, was CRG schon sehr viele Patches hinterhergezogen hat und schon mehr als 50 Patches mit der 3.18 versucht hat, die Fehler zu beheben, aber dennoch tatsächlich nicht zum Erfolg geführt haben. Und deswegen möchten sie jetzt gerne komplett Vibes durchführen. Wenn jetzt die 3.18 rauskommt, sollte die 3.18.1 vielleicht am kommenden Mittwoch, könnte ich mir vorstellen, könnte es soweit sein, denn wird es ein Komplett-Vibe geben. Was wird gewiped werden? Einfach alles. Alle Reputation wird zurückgesetzt werden, alle Items werden zurückgesetzt werden, alles, was ihr euch in-game mit Alpha United Earth Credits gekauft oder auch verdient habt, das werden sie alles einmal komplett löschen, zurücksetzen, um nochmal neu anzufangen. Aber noch nicht genug damit. Mit der 3.18.2 möchten sie nochmal ein Komplett-Vibe durchführen, weil sie neue Sachen nachskaliert haben, neue Sachen reingebracht haben in die Grafdatenbank, um zum Beispiel die Grafdatenbank zu optimieren, weiter nach vorne zu bringen, um sie schneller zu machen, damit sie besser performt, um natürlich den Services oben zu halten, damit wir ein flüssiges Game bekommen und natürlich auch keine 40Ks, keine 19Ks, keine 30 oder 60Ks mehr haben beim Einloggen ins Spiel. Das ist erstmal die erste Voraussetzung, die CRG erstmal damit bewältigen möchte, also erstmal sauberes Einloggen für die Spieler, die immer noch Fehler haben auf den Datenbanken und deswegen nicht einloggen können. Und zweitens möchten sie gerne ein flüssiges Spiel liefern können, damit die Graf-Datenbank auch die ganzen persönlichen Inventare geladen werden können und natürlich auch die Terminals und die ganzen Schiffsinformationen innerhalb des Spiels selber. Denn ist es soweit, am Mitte Mai soll dann auch die Invictus Week losgehen. Und was soll dazu rauskommen? Genau, die 3.19. Die 3.19 haben wir aber noch nicht mehr auf dem PTU. In 5 Wochen ist es spätestens soweit mit der Invictus Week. Und dann muss auch tatsächlich die 3.19 schon von den Evo-Kartis, von den Wave-Testern auch schon getestet sein, um die neuen Gameplay-Features, die denn da drin sind, auch schon vorab zu testen, dass wir natürlich nicht die nächste Katastrophe nachher mit dem Livegang der Invictus Week, mit den Free-Fair-Event, das Backend-System wieder zusammenbricht mit der 3.19. Das muss natürlich erstmal vorab vernünftig getestet werden. Und die Zeit, glaube ich, rinnt gerade CRG durch die Hände durch, dass sie die Zeit nicht mehr haben, die Zeit zu haben, um die 3.19 vernünftig zu testen, vernünftig auf die Reise zu bekommen, weil wir da nicht nur ein Skalierungspatch drin haben, Skalierung Richtung Graf-Datenbank, sondern auch ganz viele neue Gameplay-Features, die mit innig reingehen in die 3.19, die auch erstmal getestet werden müssen. Vom Mining her, das Mining soll komplett einmal um 180 Grad gedreht werden, dann kriegen wir neue Savage-Sachen rein, das Gameplay-Feature wird auch erweitert werden, dann kriegen wir die ganze Thematik rein mit dem Traktorstrahl, dass wir Waffen abnehmen können, Raketen abnehmen können, woanders ransetzen können und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, die 3.19 ist zwar kein riesengroßer Major-Patch, aber dennoch sind viele Gameplay-Mechaniken rein, die reinführen, um die 3.19, die dazukommen werden, die erstmal getestet werden müssten von der PTU und so gesehen auch von den Evo-Kartis. Ob sie das noch schafft, CRG, das ist eben die Frage, die sehr wichtig ist, damit nachher nicht neue Spieler, die nachher reingehen mit den Free Fair Event, mit der Invictus Week, nachher enttäuscht sind und nachher ein schlechtes Gefühl haben. Dennoch ist für CRG die 3.19 ziemlich ein wichtiger Patch, weil sie ja New Babbage und so gesehen auch einmal Virginity Point komplett redesigned haben, damit die neuen Spieler eine schönere Mission bekommen, wenn sie das Spiel das erste Mal betreten und in den ersten 30 Minuten leicht abgeholt werden im Spiel, damit sie das Spiel einfach besser kennenlernen. Was natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist, weil die ersten 30 Minuten sind sehr wichtig, einmal für CRG selber und natürlich auch für den Spieler, der das Spiel das erste Mal spielt, damit er entweder dranbleibt am Spiel, das Spiel neugierig findet, um weiter reinzugehen oder das Spiel wieder zur Seite packt und dann keine Lust mehr hat, weiterzuspielen. Also ist die 3.19 genau zu der Invictus Week mit dem Free Fire Event wirklich ein wichtiger Patch für CIG.
Lass uns noch einmal ganz kurz die Sachen zusammenfassen. Was hat CIG jetzt genau vor mit der 3.18 und mit der 3.18.2? CIG hat natürlich gemerkt, dass sie schon mehrere Patches nachgezogen haben in der 3.18, die nicht richtig zum Erfolg geführt haben. Jetzt möchten sie gerne die Schritte gehen, damit die Leute auch wieder spielen können, die nicht einloggen können oder die auch immer wieder Fehler bekommen, dass diese bereinigt werden in der Graf-Datenbank. Das könnten irgendwelche Items sein, die sich dupliziert haben. Das können irgendwelche Schemata-Einträge sein, die falsch sind, vielleicht auch sogar tatsächlich durch die Reputation. Deswegen wollen sie gerne einmal komplett alles wipen. Die Reputation wird zurückgesetzt, also den Ruf, den ihr euch erspielt habt, alles, was ihr euch in-game erfarmt habt, mit Alpha United Earth Credits, die ihr natürlich auch verdient habt, das wird auch alles zurückgesetzt werden. Raumschiffe, Waffen, Komponenten oder natürlich auch für euren Avatar, wenn ihr euch FPS-Sachen, Rüstung gekauft habt oder Waffen, die werden auch zurückgesetzt werden, genauso wie auch die Sachen, die ihr gelootet habt, von Leichen oder zu den Lootkisten, die ihr da rausgelootet habt. Das wird auch alles zurückgesetzt werden. Das geschieht einmal in der 3.18.1, die vielleicht am Mittwoch kommen könnte und vielleicht ein, zwei Wochen später in der 3.18.2. So ist momentan der Start, wie es aussieht zu den Patchen, die jetzt in den nächsten Wochen zu uns kommen werden. Wie es natürlich mit der 3.19 aussieht, das habe ich ja schon gesagt, ist ein sehr schwieriges Thema für CIG, weil sie natürlich jetzt sehr lange brauchen, die Graf-Datenbank zu stabilisieren. Normalerweise sollte die 3.19 schon auf dem PTU sein, damit wir die Evocatis natürlich auch die ersten Wave-Leute, die nachher testen können, und damit die 3.19 nachher wirklich ein stabilisiertes Bild darstellt für die Invictus Week, die denn Mitte Mai zu uns kommen sollte für die neuen Spieler. Gerade zu dem FIFA-Event mit der Invictus Week ist es natürlich sehr schön, wenn die 3.19 funktionieren und da sein würde, was ich aber leider nicht glaube, dass sie die Zeit haben, das noch reinzubringen. Schreibt mal gerne eure Meinung rein. Wie seht ihr das Problem diesbezüglich mit der 3.19 und mit dem Zeitfaktor? Das waren erstmal alle Informationen zusammengefasst mit der 3.18.1 und der 3.18.2 und mit der 3.19. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Start in die kurze Woche. Das Osterwochenende ist vorbei und das Wochenende ist ja nicht mehr weit weg. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal Twitch TV Fexy vorbei. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, gerne abzuvoten. Und wenn ihr nichts mehr zu Star Citizen Team verpassen möchtet, natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Bis dann, euer Fexy. Tschüss, ihr Lieben.